Herzlich willkommen zur fünften Veranstaltung des zweiten Teils unserer Reihe Was bringt die Zukunft? Lokale Trends des 21. Jahrhunderts. Heute zum Thema Killerroboter und die Zukunft des Krieges von Science Fiction zur Realität. Mein Name ist Martin Hock. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht der TU Dresden und vertrete hier gleichzeitig einen weiteren Mitveranstalter, das Zentrum für internationale Studien. Ich darf Ihnen auch noch Franz Lehr von der TU Dresden, Marie-Therese Überlein sowie Fabia Speth von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung vorstellen. Sie werden Sie heute gemeinsam durch den Abend leiten. Die Veranstaltungsreihe ist vom Zentrum für internationale Studien und dem Institut für Geistiges Eigentum, Internationales Recht und Technikrecht der TU Dresden gemeinsam mit unseren Partnern der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und der Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden. Dort sollte die Veranstaltung ursprünglich stattfinden, konzipiert worden. Nun sind uns allen Online-Veranstaltungen viel weniger fremd als noch vor einigen Monaten. Dennoch ist es keine Selbstverständlichkeit, nach einem langen Arbeitstag oder Studientag vor dem Computer auch eine digitale Veranstaltung zu besuchen. Wir freuen uns daher umso mehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und wir bemühen uns, die Veranstaltung so interessant und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Nachdem ich einen kurzen, circa 5-minütigen Überblick über das Thema gegeben habe, werden die beiden Referentinnen des heutigen Abends, Dr. Frank und Frau Dahlmann, ungefähr 15 Minuten sprechen, bevor wir in die gemeinsame und dann hoffentlich intensive Diskussion einsteigen. Sie können gerne Fragen stellen. Bitte stellen Sie viele Fragen. Sie können sie dann nach den Eingangsstatements unserer Expertin entweder schriftlich oder direkt stellen. Und dazu kurz mehr von den Kollegen. Ja, hallo, einen schönen guten Abend auch von mir. Wie gesagt, Sie haben heute wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sowohl schriftlich als auch mündlich. Wenn Sie Ihre Fragen schriftlich stellen möchten, dann finden Sie unten in Ihrer Zoom-Anwendung eine Schaltfläche Fragen und Antworten, F&A oder Q&A, wenn Sie die englische Version verwenden. Wenn Sie dort draufklicken, erscheint ein Textfeld, in das Sie dann Ihre Fragen schreiben können, gerne auch schon während der Vorträge. Wir sammeln dann diese Fragen und bündeln sie gegebenenfalls und geben sie dann in den Fragerunden an die beiden Referentinnen weiter. Falls Sie Ihre Frage aber mündlich, also direkt stellen wollen, dann finden Sie eine weitere Schaltfläche, Raise Hand oder Hand heben. Wenn Sie dort draufklicken, erscheint für uns hinter Ihrem Namen eine kleine blaue Hand. Wir wissen dann, dass Sie direkt etwas sagen wollen und in den Fragerunden schalten wir Sie dann frei, erteilen Ihnen eine Sprecherlaubnis und Sie können in dem Mikrofon sprechen. Aber egal, ob schriftlich oder mündlich, wir freuen uns über jede Frage. Vielen Dank. Gleich auch nochmal mein Hinweis dazu. Ich habe auch gerade gesehen, jemand hat das schon probiert. Das funktioniert also mit der Hand. Wir zeichnen heute auf. Das werden Sie wahrscheinlich auf Ihren Monitoren auch sehen. Für alle die, die so mutig sind, und wir würden uns sehr freuen, nur der kleine Hinweis, dass Sie dann mit auf der Aufnahme drauf sind. Ansonsten werden Sie im Chat heute noch mit weiterführenden Links und Hinweisen versorgt, zum Thema und auch zu den weiteren Veranstaltungen. Und jetzt gebe ich zurück an Herrn Hock und wünsche uns eine schöne Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Die Gäste des heutigen Abends sind Dr. Ulrike Franke und Anja Dahlmann. Dr. Franke ist Policy Fellow am European Council on Foreign Relations mit Forschungsschwerpunkten auf der deutschen und europäischen Verteidigungspolitik sowie den Auswirkungen neuer Technologien und da vor allem dann Drohnen und künstlicher Intelligenz auf die Kriegsführung. Anja Dahlmann ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Projektleiterin des International Panels on the Regulation of Autonomous Weapons, welches die Debatte um autonome Waffensysteme auf UN-Ebene wissenschaftlich begleitet. Wir freuen uns sehr, Sie beide hier heute begrüßen zu dürfen. Nun, worum geht es heute Abend? Unsere heutige Veranstaltung steht unter dem Titel Killerroboter und die Zukunft des Krieges von Science Fiction zur Realität. Immer mehr Staaten setzen bereits heute künstliche Intelligenz in ihren Streitkräften ein. Dabei kommen zum Beispiel Vorhersagetools für die Instandhaltung von Maschinen und Logistik- und Konfliktanalyse-Tools im politischen Entscheidungsbereich zum Einsatz. So prüft, um nur einige Beispiele zu nennen, das deutsche Verteidigungsministerium bereits im sogenannten Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung den Einsatz von KI zur Vorwarnung und Erkennung Beginn der militärischen Konflikte. Drohnenbilder
wie beispielsweise am amerikanischen Project Maven, werden mithilfe von künstlicher Intelligenz ausgewertet. In der Entwicklung und Nutzung aktueller Kampfjets findet auch Predictive Maintenance, also die Vorhersage, wann eine Reparatur nötig sein könnte, bevor das potenziell defekte Teil dann tatsächlich defekt ist, Anwendung. Ein weiteres Anwendungsfeld sind dann sogenannte tödliche autonome Waffensysteme oder plakativ gesagt Killerroboter. So testen die USA selbstfahrende Schiffe und Drohnen, die selbstständig starten und landen können. Das unter anderem von Frankreich und Deutschland entwickelte Kampfflugzeug der nächsten Generation, das FCAS Future Combat Aircraft System, soll in der Lage sein, mit Drohnenschwärmen zu interagieren. Und ähnliche Systeme werden Sie in weiteren NATO-Staaten finden, in Russland, in China, darüber hinaus zum Beispiel Südkorea. Überall dort werden solche Systeme bereits eingesetzt oder entwickelt. Der aktuelle Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan hingegen zeigt auch, dass sogenannte Loitering Munitions, to loiter bedeutet trödeln, bummeln oder herumlungern, also Loitering Munitions, herumlungernde Munition, bereits zum Einsatz kommen. Also das sind Drohnen, die lange über dem Gefechtsfeld kreisen, ihre Ziele selbstständig suchen, finden und angreifen können. Und dieses Beispiel zeigt auch, dass es eben nicht mehr nur die großen Militärmächte sind, die auf solche Waffensysteme zugreifen können, sondern auch kleinere Staaten, zumindest sofern ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Problematisch ist hierbei der Einsatz solcher Systeme an sich, aber auch, dass die öffentliche Debatte diesen Veränderungen in der Militärtechnik eben wenig folgt. Die Debatte ist polarisiert und leidet teilweise unter begrifflichen Unklarheiten. Und das wiederum erschwert die demokratische Kontrolle in Staaten, die solche Systeme verwenden oder einführen wollen. Einerseits wird KI im militärischen Bereich wenig beachtet, wenn es sich eben nicht gerade um autonome Waffensysteme handelt. Aber auch außerhalb von autonomen Waffensystemen gibt es eben Probleme. So besteht zum Beispiel die Gefahr, dass Analyseergebnisse und Vorhersagen ungeprüft übernommen werden und dann werden beispielsweise Zivilisten zu Ziele. Auf der anderen Seite wiederum werden in der Debatte autonomen Waffensystemen häufig Fähigkeiten zugesprochen, die sie nicht oder besser gesagt noch nicht besitzen. Trotz aller Fortschritte in der Robotik und da können Sie zum Beispiel an die Werbevideos von Boston Dynamics denken. Boston Dynamics ist ein führendes amerikanisches Robotikunternehmen, welches Roboter entwickelt, die in der Lage sind, einen Hindernisparcours zu absolvieren zum Beispiel. Trotzdem, allen scheint der sprichwörtliche Terminator noch in ferner Zukunft zu liegen. Problematisch ist auch die Regulierung dieser Waffensysteme. Die gestaltet sich nämlich sehr schwierig. Im Rahmen der CCCW, der Konvention über bestimmte konventionelle Waffen der Vereinten Nationen, wird bereits seit 2014 über Möglichkeiten der völkerrechtlichen Regulierung autonomer Waffensysteme debattiert. Es herrscht weitgehend Einigkeit, dass die existierenden Regeln des humanitären Völkerrechts, dazu zählt beispielsweise die Pflicht, zwischen Zivilisten und Kombattanten, also Soldaten, zu unterscheiden und nur Letztere anzugreifen. Einigkeit darüber herrscht, dass diese gelten. Es ist jedoch umstritten, ob eine spezifische völkerrechtliche Regelung über das eben genannte humanitäre Völkerrecht hinaus notwendig ist. Die Verhandlungen werden dann von begrifflichen Unklarheiten erschwert. Es fehlt zum Beispiel eine allgemein geteilte Definition. Es herrscht kein Konsens, was autonome Waffensysteme eigentlich genau auszeichnet und wann diese damit unter die angestrebten Regelungen fallen. Weitgehende Einigkeit unter Staaten und Experten gibt es allerdings, und zwar in der Forderung, dass eine menschliche Kontrolle über autonome Waffensysteme und KI im militärischen Bereich gewährleistet sein muss. Nur eben, wie genau diese menschliche Kontrolle dann aussieht, das ist wiederum umstritten. Muss beispielsweise vor jedem Angriff eine Bestätigung durch einen Menschen erfolgen oder reicht es aus, wenn ein Angriff dann abgebrochen werden kann? Fraglich ist ebenfalls, ob der Einsatz von autonomen Waffensystemen und KI im Militär aus ethischer und menschenrechtlicher Sicht überhaupt vertretbar ist. Es darf zum Beispiel nach Artikel 6 des Internationalen Pakts über politische und bürgerliche Rechte, dass niemand willkürlich seines Lebens beraubt wird.
Gerade in unvorhergesehenen Situationen ist es aber kaum möglich sicherzustellen, dass die Entscheidung einer Maschine eben nicht willkürlich erfolgt. Aus ethischer Sicht stellt sich dann auch die Frage, ob Maschinen weitgehend über Leben und Tod entscheiden dürfen sollten. Das wiegt besonders schwer vor dem Hintergrund bekannter Limitationen maschinellen Lernens und deren Diskriminierungsmöglichkeiten, der Diskriminierungsmöglichkeiten von Algorithmen. So sind beispielsweise Bilderkennungsprogramme, die auch für die Zielerkennung genutzt werden könnten, signifikant schlechter darin, dunkelhäutige Menschen zu erkennen. Es gibt also eine Vielzahl von Fragen. Was sind überhaupt autonome Waffensysteme? Wie stellt man sicher, dass die menschliche Kontrolle über diese Systeme gewahrt bleibt? Wer würde die Verantwortung tragen, falls eine Fehlentscheidung stattfindet? Ist eine Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten durch eine Maschine überhaupt möglich? Und wie stellen wir sicher, dass der Einsatz solcher Systeme begrenzt bleibt und reguliert wird? Mit diesen Fragestellungen, mit diesem Problem möchte ich nun an unsere Expertin übergeben und sage erstmal Danke. Ja, schön. Ich glaube, dann fange ich mal an. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Und das ist eine sehr schöne Veranstaltung mit einem guten Thema. Freut mich sehr, dass Sie das organisieren. Ich fange relativ breit an. Sie haben ja auch schon einiges erwähnt, worauf ich nochmal aufbauen werde. Ich dachte, ich spreche so 10 Minuten, vielleicht 15, mal sehen. Grundsätzlich aber habe ich mir das gedacht, dass ich über drei Dinge besonders spreche. Und zwar zum Ersten. Worum geht es eigentlich? Worüber reden wir eigentlich? Inwieweit und in welcher Art und Weise wird künstliche Intelligenz im militärischen Bereich eingesetzt, dass wir uns einig sind, worüber wir reden? Das Zweite ist, warum ist das eigentlich für das Militär so interessant? Also was ist die militärische Logik dahinter, dass in vielen Ländern der Welt, darunter eben auch Deutschland, künstliche Intelligenz im militärischen zunehmend erforscht und verbaut und getestet wird? Das ist quasi so ein bisschen so die Argumentation dafür und dann als dritter Teil eben die Argumentation dagegen, nämlich Probleme und Bedenken. Auch da wurden einige schon angerissen. Da werde ich nochmal drauf kommen. Sollte dann noch Zeit sein, kann ich gerne noch was zu Europa und anderen Akteuren sagen, die Positionierung und Fähigkeiten, weil ich da auch recht viel zu geforscht habe, aber vielleicht verschieben wir das sonst auch in die Diskussion, weil ich jetzt auch nicht zu lange am Stück sprechen will. Aber fangen wir mal an mit eben künstlicher Intelligenz im militärischen Bereich. Man muss so einen Vortrag leider immer dann doch anfangen mit, wir müssen mal kurz feststecken, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, weil es wie bei ungefähr allen Sachen, über die wir heute reden, leider auch hier nicht so richtig feststehende Definitionen gibt und es schon recht relevant ist. Also es gibt für künstliche Intelligenz tatsächlich keine so richtig klare Definition. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Definition von KI immer so ein bisschen verschiebt, je besser Computer werden. Also so die Anforderungen werden quasi immer höher gestellt. Sobald eine Maschine etwas kann, was wir früher behauptet hätten, braucht künstliche Intelligenz, dann sagen wir, ach nee, ja doch, dann ist das eigentlich doch nicht künstliche Intelligenz. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass künstliche Intelligenz Systeme beschreibt, also Computer, Maschinen, die Aktionen ausführen können, die nach allgemeinem Verständnis menschliche Intelligenz erfordern. Also so ganz grob gesagt, wenn ein Computer in der Lage ist, etwas zu tun, von dem wir normalerweise denken, eigentlich braucht es dazu menschliche Intelligenz, dann spricht man in der Regel von KI, ist aber extrem umstritten. Relevant ist vor allen Dingen, dass in den letzten 10, besonders aber in den letzten 5 Jahren, es sehr große technologische Fortschritte gegeben hat in diesem Bereich, und zwar vor allen Dingen im Bereich des maschinellen Lernens. Neuronale Netzwerke sind hier so ein Stichwort, Deep Learning. Letztendlich geht es aber darum, dass maschinelle Lernsysteme Systeme sind, die Rechenleistung verwenden, um Algorithmen auszuführen, die aus Daten lernen. Also das sind so die Bausteine. Und der Clou ist natürlich, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten es ganz zunehmende Möglichkeiten gab, Daten zu sammeln, primär eben durch das Internet und Smartphones etc. Und gleichzeitig hat sich die Rechenleistung doch sehr verbessert in den letzten Jahren. Man spricht hier von Compute, also quasi Computing Power. Und das zusammen hat dazu geführt, dass wir in so einem Frühling der künstlichen Intelligenz uns befinden, wo sich in den letzten Jahren sehr viel
entwickelt hat. Gleichzeitig, und auch das ist fürs militärische relevant, sind die aktuellen KI-Anwendungen aber schwach. Das heißt, sie sind nur in der Lage, bestimmte Dinge auszuführen, bestimmte Aufgaben auszuführen, für die sie spezifisch kreiert wurden und eben nicht irgendwie alles und jedes. Also wir sind noch nicht bei der Superintelligenz oder auch General Artificial Intelligence. Und es ist auch tatsächlich so, dass diese KI-Systeme, die inzwischen ja, ich weiß nicht, den Weltmeister in diesem und jedem Spiel schlagen, in dem nächsten Spiel dann überhaupt nichts können. Also das nennt man dann auch brittle. Sobald sich die Anforderungen geringfügig unterscheiden, können diese KI-Systeme dann nicht mehr so viel machen. Also so grob gesagt, so ein Roboter, der gelernt hat, mit Flaschen umzugehen und Flaschen aufzuheben, scheitert dann am Plastikbecher. Das sind noch so Herausforderungen. Und das sind halt alles relevante Hintergrundinfos für die Nutzung von KI im Allgemeinen, aber auch im Militärischen. Deswegen wollte ich damit anfangen. Aber sprechen wir über das Militärische. Der erste Punkt, wenn man über KI im Militärischen spricht, ist tatsächlich festzustellen, dass KI eben keine rein militärische Technologie ist. Sie haben das sicher alle schon gehört, künstliche Intelligenz findet Anwendung in 1000 verschiedenen Bereichen im Zivilen, von Krebsforschung, Krebsfrüherkennung, autonomes Fahren, Bilderkennung etc. Und das ist relevant, diese breite Nutzung im zivilen Bereich ist relevant fürs Militärische auch, weil das verschiedene Auswirkungen hat. Zum Beispiel bedeutet das, dass technologische Fortschritte jetzt eben nicht mehr unbedingt aus den militärisch, sprich staatlich geförderten Instituten kommen, sondern aus dem Privatbereich. Und das ist relativ neu. Also so seit den 50er Jahren, insbesondere in der westlichen Welt, insbesondere in den USA, war es eigentlich schon so, dass neue Technologien vor allen Dingen in staatlich finanzierten Organisationen entwickelt wurden. Und das ändert sich jetzt gerade, was eben auch bedeutet, dass neue Akteure mit dabei sind. Sprich, hier ist Facebook, Google, Alibaba und Co. sind relevante Akteure. Und das Militär muss dann quasi mit diesen Akteuren zusammenarbeiten und die wollen das vielleicht zum Teil auch gar nicht. Das ist nämlich auch so eine Diskussion. Es bedeutet auch, dass es schwieriger ist, diese technologische Entwicklung von staatlicher Seite zu kontrollieren und einzuordnen. Also wer hat was, wer kann was. Und das hat natürlich auch einen Einfluss, beeinflusst die Rüstungskontrolle, wo Anja später noch so darüber sprechen wird. Aber hier wird es also alles viel diffuser. Gleichzeitig können natürlich die Militärs dann auch von zivilen Anwendungen profitieren. Also etwas kann für den zivilen Bereich entwickelt werden und das kann potenziell dann im militärischen eingesetzt werden. Das kommt immer darauf an, ob das geht. Das ist schwer zu verallgemeinern, aber in manchen Bereichen geht es. Aber gut, im Militär haben wir eine weite Bandbreite von möglichen Anwendungen. Das ist ähnlich wie im Zivilen tatsächlich eine große Bandbreite. Und das kommt daher, und auch das ist mir so ein wichtige Erkenntnis, die ich gerne hätte, dass Sie mitnehmen. Diese Bandbreite kommt vor allen Dingen daher, dass KI eben nicht eine Technologie ist, sondern es ist ein Stück unterstützendes System. Im Englischen spricht man hier auch gerne von General Purpose Technology. Ich spreche viel von KI-unterstützten Systemen, KI-unterstützte Fähigkeiten und deswegen auch KI-unterstützte Autonomie. KI ist eben nicht eine Technologie, sondern etwas, was verschiedene Dinge ermöglicht. Was sind diese Dinge militärischen? Sie hatten in der Moderation schon einige angesprochen. Ein ganz wichtiger und einer so der ersten Punkte, wo KI im Militärischen eingesetzt wird, ist im Bereich Datenverarbeitung und Datenanalyse. Und das macht natürlich auch Sinn. Eine Zeit lang hat man weniger von KI, sondern von Big Data gesprochen. Letztendlich ist es aber dasselbe. Es geht nämlich einfach darum, dass Computer in der Lage sind, mithilfe von KI durch große Datenmengen sich durchzuwühlen, zu analysieren und zwar viel besser und viel schneller als ein Mensch das je kann. Und das ist natürlich auch unglaublich langweilig für Menschen. Und in diesem Bereich wird KI schon viel eingesetzt im Militärischen. Sie haben sogar Project Maven schon benannt. Das war ein Projekt des amerikanischen Pentagons mit Google und anderen Silicon Valley Firmen, wo es darum geht, die Videodaten, die von Drohnen gesammelt wurden, also Militärdrohnen gesammelt wurden, auszuarbeiten und zu analysieren. Richtig spannend fand ich auch, dass in einem Report vom US-Kongress es heißt, dass die CIA alleine 140 verschiedene Projekte hat mit KI-unterstützter Datenanalyse. Also die sind da auch natürlich wahnsinnig hinterher. Wir haben aber auch in Europa mit Artemis
eine französische Big Data Plattform für das französische Verteidigungsministerium, verschiedene Anwendungen. Also das ist auf jeden Fall eine Anwendung, die sehr wichtig und relevant ist. Logistik ist so ein Thema, das ich extrem spannend finde, weil im Militärischen wird generell viel vergessen, dass Logistik sehr wichtig ist. Und Logistik kann eben auch KI unterstützt schneller und effizienter und billiger werden. Insbesondere eben so Dinge, wie man weiß, welche Teile man austauschen muss und wann und wie. Das ist im zivilen Bereich inzwischen schon gang und gäbe. Luftfahrtgesellschaften setzen das ein. Aber das ist eben auch im Militärischen ein großer, großer Punkt und wird oft so ein bisschen vergessen, weil es eben keine direkte Kampffunktion ist. Der ganze Cyberbereich ist extrem wichtig, wenn es um KI-unterstützte Systeme angeht. Ich sage immer so ein bisschen, alles, was KI in der realen Welt kann, kann es im Cyber nur noch mal schneller und besser und ungehinderter, weil man eben diese physikalischen Hindernisse quasi der realen Welt in der Cyberwelt fast nicht hat. Und es ist KI-unterstützte Viren, aber eben auch KI-unterstützte Defensive Cyber, also verteidigende Cybersysteme, sind absolut in der Entwicklung. Ein wichtiger Punkt, wo KI im Militärischen auch noch eingesetzt wird, ist, wenn es um Schwärme geht. Da haben Sie sicher schon spannende Videos gesehen. Auch das gibt es nicht nur im Militärischen, sondern auch im Zivilen, dann so als Ersatz von Feuerwerk. Aber im Militärischen gibt es ein großes Interesse daran, verschiedene Einheiten, zum Beispiel Drohnen, aber es können auch unbemannte Boote sein oder alles Mögliche, miteinander zu verbinden, dass sie als Schwarm agieren und als Schwarm miteinander handeln, unter der Anleitung von immer weniger Menschen. Also die Briten kombinieren gerade 20 Drohnen unter der operationellen Führung von einem Soldaten. Die Chinesen machen da viel, die USA, Spanien hat gerade neues Geld zur Verfügung gestellt, um Schwarmfähigkeit zu entwickeln. Ich glaube, FCAS wurde schon angesprochen, die werden auch Drohnenschwärme haben, also dieses deutsch-französisch-spanische Kampfflugzeugprojekt. Also da gibt es in sehr vielen verschiedenen Elementen den Einsatz von künstlicher Intelligenz und natürlich in der Autonomie, über die wir ja spezifisch heute sprechen wollen. Also autonome Systeme, halb- oder vollautonome Systeme, da gibt es verschiedene Arten und Weisen, sagen wir mal, wie viel Autonomie in einem System gegeben wird. Aber auch hier spielt KI eine wichtige Rolle, weil man eben möglichst intelligente Systeme haben will, wenn man ihnen denn mehr Autonomie gibt. Das sind so die Einsatzmöglichkeiten. Das ist eine sehr grobe Übersicht. Und was mir wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir noch gar nicht genau wissen, was da nicht noch alles kommen kann. Also Militärs verbringen gerade sehr viel Zeit damit, sich zu überlegen, wie sie denn KI militärisch noch einsetzen können. Das ist auch nicht nur eine technologische Frage, sondern auch eine Doktrinfrage, Militärentwicklung etc. Also es gibt viele verschiedene Arten, KI militärisch einzusetzen. Und manche sind eben kampfrelevanter als andere und dadurch auch umstrittener als andere. Also sprich näher oder weiter von der Front entfernt. So, noch zwei Takte zur Autonomie, bevor ich kurz noch sage, warum das eigentlich gemacht wird und was die Probleme sind. KI-unterstützte Autonomie steht deswegen auch so im Vorteil, weil das oft als wichtigste oder auch ja, so erste Entwicklung von KI im Militärischen gesehen wird. Und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel aktuell in den USA gab es eine Forschung, die gezeigt hat, dass 2/3 des Geldes, das das amerikanische Verteidigungsministerium derzeit in künstliche Intelligenz investiert, in die Forschung zu KI-unterstützten Autonomie geht. Autonomie bedeutet letztlich, dass Systeme mehr oder weniger mehr ohne menschliches Zutun machen können. Und die extremste Form sind eben diese Laws, Lethal Autonomous Weapon Systems oder tödliche autonome Systeme oder eben auch Killer-Roboter. Systeme, also die in der Lage wären, ja so einen kompletten militärischen Aufklärungs- und Zielzyklus alleine durchzuführen, inklusive, und das ist eben so die Sorge der Entscheidung, Menschen zu töten. Da fokussiert sich viel der Debatte drauf und auch Anja wird da noch mehr zu sagen. Mir ist eigentlich vor allen Dingen wichtig zu sagen, das ist eine wichtige Diskussion. Es ist aber eben nur ein Teil und eine Einsatzart, wie KI im Militärischen eingesetzt werden kann. So, warum ist das denn jetzt alles so relevant für Militärs? Also warum gibt es so ein großes Interesse an diesen
an diesen technologischen Entwicklungen. Grob gesagt würde ich sagen, aus militärischer Sicht bieten KI-unterstützte Waffen eigentlich so 5 Hauptvorteile. Und zwar Geschwindigkeit, Tarnung, Effizienz und Kosteneinsparnisse, das Versprechen neuer militärischer Fähigkeiten und die Verringerung des Bedarfs an Menschen, wenn man so will. Geschwindigkeit ist, glaube ich, recht schnell erklärt. Maschinen sind in der Regel schneller als Menschen, beziehungsweise in verschiedenen Sachen schneller als Menschen, insbesondere nämlich Aufbereiten großer Datenmengen, schnelles Treffen von Entscheidungen auf Basis dieser Daten. Und das ist insbesondere relevant natürlich auch für Verteidigungssysteme. Wenn ein Angriff kommt, hat man nicht unbedingt immer die Zeit, den Menschen zu befragen oder in die Entscheidungssituation zu bringen. Vor dem Hintergrund ist KI und insbesondere eben KI-unterstützte Autonomie sehr, sehr beliebt. Der zweite Punkt, Tarnung. Das ist interessant, insbesondere wenn man an unbemannte, aber bisher noch ferngesteuerte Systeme denkt, zum Beispiel Drohnen. Wenn Drohnen ferngesteuert werden, bedeutet das, es gibt eine Verbindung zwischen Drohne und Operateur. Einfach eine Datenverbindung, Uplink, Downlink, dass die Daten ausgetauscht werden kann, der Pilot der Drohne sagt, wo sie hinfliegt, die Drohne Daten zurücksendet. Wenn man aber so eine Drohne möglichst unsichtbar machen will, dann muss man diese Links loswerden. Und diese Links loswerden wird man natürlich dadurch, dass man der Drohne mehr Autonomie gibt, dass sie eben nicht mehr den Piloten fragen muss, fliege ich nach rechts oder nach links. Insofern hilft KI-unterstützte Autonomie hier bei der Verbesserung der Tarnung. Der Bedarf an Menschen wird potenziell reduziert, wenn man mehr KI einsetzt. Also zum einen könnten natürlich KI-unterstützte Systeme den Menschen tatsächlich ersetzen. Beispiel Datenanalyse, man braucht dann einfach weniger Menschen, die das machen. Man könnte auch dabei helfen, dass Soldaten nicht mehr direkt in Gefahrenzonen müssen. Das wäre dann eben mehr so die Roboter-Ecke. Und Systeme, KI-unterstützte Systeme können auch dazu beitragen, die physische oder kognitive Belastung von Soldaten zu verringern. Der vierte Punkt, Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung. Erklärt sich eigentlich relativ von selbst, ist aber natürlich immer interessant, nicht nur für Militär, sondern auch vor allen Dingen für die Staaten, die ja eher weniger als mehr fürs Militär ausgeben wollen. Aber dann der letzte und meines Erachtens fast der wichtigste Grund, warum KI-unterstützte und autonome Systeme auch so interessant sind fürs Militär, ist, weil sie eben potenziell wirklich neue militärische Fähigkeiten versprechen. Und das ist natürlich immer was, wo das Militär sehr hinterher ist. Man will immer weiter sich entwickeln und was Neues können und vor allen Dingen auch wissen, ob der Gegner was Neues kann. Und hier ist eben gerade diese Schwärme, die ich erwähnt habe, werden potenziell in der Lage sein, wirklich neue militärische Fähigkeiten und neue militärische Einsatzmöglichkeiten zu entwickeln. Ein Schwarm könnte in der Lage sein, ja, so eine Art fliegendes Minenfeld zu errichten oder zumindest ein fliegendes Überwachungssystem über den ganzen Bereich. Man kann eine ganz andere Art von Angriff fliegen. Das ist nur ein Beispiel. Also es wird da wirklich noch sehr viel geforscht und überlegt, wie man das denn alles einsetzen kann. Aber da kommt ein großes Interesse vom Militär her. So, aber ich wollte abschließen mit den Problemen und Bedenken und auch hier ein bisschen breiter jetzt nicht nur, was Laws angeht, die zwar auch mit ihren eigenen Problemen kommen, aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, kann man die Probleme und Bedenken, was den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Militärischen angeht, in 3 Bereiche teilen. Und zwar technologische Probleme, politische Bedenken und ethische Bedenken. Was ich interessant finde, ist, dass in der Debatte viel auf die ethischen Probleme gezielt wird oder darüber gesprochen wird. Finde ich nicht falsch. Ich muss aber sagen, persönlich finde ich die sicherheitspolitischen Argumente eigentlich überzeugender. Da würde ich mich jetzt eher darauf konzentrieren. Aber ich mache ja auch keine Rüstungskontrolle. Insofern liege ich damit vielleicht auch falsch. Aber um zu erklären, worum es geht, diese Problematiken, über die ich spreche. Im technologischen Bereich ist das zum Ersten, Technologie ist nicht immer 100% reliable, Hochtechnologie funktioniert nicht immer, es gibt einen Ausfall, das Risiko gibt es immer, man will möglichst robuste Systeme, aber spezifischere Probleme, was KI angeht, ist, auch das wurde in der Einleitung schon angesprochen, tatsächlich, dass KI-unterstützte Systeme
halt nur so gut sind wie die Daten, die ihnen gegeben wurden und das System, wie es gelernt hat. Und Daten sind eigentlich fast immer irgendwie menschgemacht und deswegen transportieren sie auch immer irgendwie die von Menschen, die Vorurteile und die ja, menschlichen Probleme, die es so gibt, werden auch in den Daten übersetzt. Hier spricht man eben von Bias, also dass Beispiel mit den dunkelhäutigen Menschen, aber auch Benachteiligung von Frauen, also sämtliche Biases, die irgendwie in der Welt vorkommen, kommen eben in den Daten vor, die dem System gegeben werden. Und das große Problem ist natürlich, dass wir als Gesellschaft so ein bisschen gelernt haben, dass der Computer halt, wenn nicht immer recht hat, doch immer rational ist. Und das ist halt bei lernenden Systemen einfach nicht so. Also während ein Taschenrechner immer sagen wird, 2 plus 2 ist 4, kann ein KI-unterstütztes System im Zweifel halt 2 plus 2 ist 5 sagen, wenn die Datenlage eben so war. Ein weiteres technisches Problem ist das sogenannte Black-Box-System. Da geht es darum, dass durch die Komplexität von neuronalen Netzwerken und weil es eben nicht mehr Systeme sind, die programmiert wurden, sondern die ja gelernt haben, es nicht mehr nachzuvollziehen ist für den Menschen, wie ein System zu einer Entscheidung gekommen ist. Da wird gerade sehr viel dran gearbeitet, dass KI-Systeme sich selber erklären, aber da sind wir noch nicht wirklich. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, nicht nur einfach ganz grundsätzlich, sondern weil es auch bedeutet, dass zum Beispiel Sabotage relativ schwierig aufzudecken ist, weil wenn ein KI-System sagt, mach dieses und jenes und man wundert sich so ein bisschen, warum, dann kann man nicht wirklich herausfinden, warum das System das gesagt hat und man weiß nicht wirklich, ob es das sagt, weil es der Meinung des Systems nach das Richtige ist oder weil es vielleicht irgendwie eine Manipulierung oder ein anderes Problem gab. Das sind so die technologischen Probleme. Politisch, wie gesagt, die finde ich am besorgniserregendsten. Und da würde ich jetzt drei erwähnen. Ich bin schon schlimm über der Zeit, aber ich bin auch gleich am Ende. Ich würde drei erwähnen, und zwar zum ersten die Möglichkeit eines Rüstungswettlaufes, eskalatorischen Rüstungswettlauf. Da geht es um so ein gegenseitiges Aufschaukeln, dass wenn ein Akteur ein neues militärisches System hat, die anderen quasi nachziehen müssen, auch so ein bisschen egal, ob sie wollen oder nicht, weil eben durch diesen einen Akteur so eine neue Bedrohung ausgeht. Das ist nicht immer gegeben, wenn ein neues militärisches System auf den Markt kommt. Diese Eskalationsdynamik ergibt sich vor allen Dingen deswegen, wenn ein neues System wirklich eine neue Fähigkeit gibt, auf die die anderen reagieren müssen. Und da ist eben tatsächlich die Sorge, dass mit immer schneller operierenden Systemen wir genau so eine Situation haben, dass quasi einer anfängt und die anderen nachziehen müssen. Und Rüstungswettläufe sind immer eine schlechte Idee. Die sind mindestens wirtschaftlich ruinös, sind aber vor allen Dingen auch politisch destabilisierend und kreieren so eine Situation, dass man ja so ein Moment hat, wo vielleicht der eine sagt, ah ja, jetzt liege ich gerade vorn, dann sollte ich jetzt aber schnell angreifen. Also wirklich, wirklich nicht wünschenswert. Zum Zweiten ein politisches Problem, man spricht hier von sogenannten Flash Wars, das kommt aus dem Finanzbereich, wo es ja Flash Crashes gibt. Hier geht es darum, dass vor allen Dingen autonome oder automatisierte Systeme aufeinander reagieren in ja, potenziell Sekundenschnelle und sich quasi auf ein, es passiert etwas Unerwartetes, ein autonomes System reagiert darauf, das nächste System reagiert darauf und man hat quasi ohne den Einfluss von Menschen einen Konflikt potenziell vom Zaun gebrochen. Und dann zuletzt, und da können wir vielleicht noch in der Q&A drüber sprechen, es gibt zumindest Bedenken, dass mit künstlicher Intelligenz die nukleare strategische Stabilität, auf die unser System for better or worse aktuell aufbaut, unterminiert werden kann. Kann ich später noch mehr dazu sagen, wie das funktioniert, aber da gibt es so ein bisschen so unvorhergesehene Entwicklungen, die einem auch Kopfschmerzen machen sollten. Ja, und letztendlich oder als letzten Punkt eben diese ethischen Sorgen. Ich bin mir sicher, da spricht Anja noch mehr drüber, deswegen halte ich das jetzt sehr kurz. Aber der Hauptpunkt ist natürlich, und da geht es jetzt ganz spezifisch um eben letale, also tödliche autonome Waffensysteme, wo der Mensch nicht mehr direkt einen Einfluss hat, gibt es eben viele Menschen, die verständlicherweise Sorge haben, dass wir in eine Situation kommen, wo ein Computer über Leben und Tod eines Menschen entscheidet.
Und ja, da gibt es genügend Menschen, die sagen, das ist etwas, eine Situation, die wir nicht wollen, weil mir damit quasi eine gesellschaftliche Errungenschaft ja, wieder rückgängig machen, dass eben ein Mensch sein Gewissen belasten muss, wenn er oder sie eine andere tötet. Ich höre jetzt hier auf, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, so ein bisschen die fünf wichtigsten Punkte, die mir wichtig sind, dass Sie die im Kopf haben. Nummer eins, KI ist keine reine militärische Technologie und eigentlich überhaupt keine Technologie an sich, sondern wirkt unterstützend. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Man redet nicht über eine Anwendung, sondern eben über viel. Nummer zwei, genau, es gibt viele verschiedene militärische KI-Anwendungen. Es gibt eben nicht nur die Killer-Roboter und man kann absolut gegen Killer-Roboter, aber für KI militärische Logistik sein. Auch das ist mir wichtig. Maschinenautonomie und Debatte über Killer-Roboter ist von besonderer Bedeutung. Der vierte Punkt, KI ist interessant fürs Militär wegen der Möglichkeit, ja, Geschwindigkeit, Tarnung, Effizienz und Kosteneinsparnisse zu erwirken, das Versprechen neuer militärischer Fähigkeiten und eben die Verringerung des Bedarfs an Menschen. Aber das Ganze ist eben auch aus mehreren Gründen problematisch. Technologische Gründe, politische Gründe, ethische Gründe, legale kann man da auch mit reinschmeißen. Und deswegen kann Anja uns jetzt erzählen, wie wir das alles nicht machen und kontrollieren. Dankeschön. Dankeschön. Soll ich gleich weitermachen, Herr Hock? Ja, sehr gerne. Wir haben ja gesehen, wir sind mittendrin in spannenden Entwicklungen, besorgniserregenden Entwicklungen, aber Entwicklungen, die wahrscheinlich auch noch Gestaltungsspielraum zulassen. Und ja, da freuen wir uns auf Ihre Ausführungen. Prima. Ich versuche gerade noch meinen Bildschirm zu teilen. Gucken wir mal, was passiert. Sehen Sie es im Vollbild? Nein, sehen Sie nicht. Ich bin gerade noch die einzelne Linie und so. Jetzt aber. Okay. Klasse. So, ja, auch von mir guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich vor allem auf die Diskussion nachher. Ulrike hat es eben auch schon angedeutet und eingeleitet. Jetzt liegt der Fokus auf den autonomen Waffensystemen und vor allem auf der Rüstungskontrolle bzw. der humanitären Rüstungskontrolle für autonome Waffensysteme, speziell im Kontext dieser ominösen CCW, die Herr Hock auch schon genannt hat. Da sage ich dann nachher nochmal ein bisschen mehr dazu, was das ist. Das ist bewusst Gespräche und nicht Verhandlungen über autonome Waffensysteme genannt. Auch dazu später mehr. Zunächst aber noch mal ein paar Worte, was zur Definition und zu möglichen Anwendungen oder Beispielen für autonome Waffensysteme. Ulrike hat gerade schon ganz viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Das ist auch ein super wichtiger Punkt, wenn wir über autonome Waffensysteme, über autonome Funktionen vielmehr reden. In dieser CCW-Diskussion, also mit diesem Rüstungskontrollfokus, hat sich eine andere oder eine etwas andere Definition eingebürgert. Die ist nicht internationaler Konsens, aber doch weit verbreitet, und zwar eine Definition des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz im IKRK. Das definiert autonome Waffensysteme als Waffensysteme mit Autonomie in den kritischen Funktionen. Das heißt, kritische Funktion heißt die Zielauswahl und Bekämpfung, wenn dort sozusagen kein menschlicher Eingriff mehr nötig ist. Und wenn wir dann noch ein tödlich davor schreiben, dann haben wir ein Lethal Autonomous Weapons System, ein LAWS, was überhaupt nicht verwirrend ist, wenn man im Englischen darüber spricht und über Gesetze für LAWS. So, wir sehen also, es geht hier um Funktionen. Und das finde ich gerade für diese Rüstungskontroll- oder Regulierungsdebatte ganz hilfreich, weil wir uns dann nämlich die Diskussion sparen, muss es künstliche Intelligenz haben? Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Reichen nicht auch andere Arten von Maschinenlernen aus und all diese technischen Fallstricke, die sich dann bilden? Und mit dieser Definition schauen wir eben genau auf die, ja, auf die eigentlichen Probleme, gerade aus rechtlicher und ethischer Sicht, nämlich die Zielauswahl und Bekämpfung und die Rolle des Menschen. Das behalten wir am besten mal im Hinterkopf für die weitere Regulierungsdebatte, aber zunächst noch mal ein paar Beispiele, denn diese Definition ist sehr weit. Für eine Regulierung bräuchte man auch noch ein paar Einschränkungen. Das macht aber erstmal nichts, denn sie hilft uns, ganz unterschiedliche Arten von Waffensystemen zu greifen, wenn wir uns auf diese autonome Funktion fokussieren. Denn autonome Funktionen kann man im Prinzip überall einbauen. Ich glaube,
Ulrike hat es auch schon ein bisschen genannt. Es kann Drohnen geben, also was wir im Moment als ferngesteuerte Drohne sehen, wird es dann in Zukunft möglicherweise mit autonomen Funktionen geben. Da gibt es ganz viel Forschung. Man kann das genauso aber auf Schiffe und auf U-Boote bauen sozusagen oder auf Landfahrzeuge. Unten, das ist es unten rechts, sehen wir das israelische System Guardium. Das kann so an der Grenze patrouillieren, einigermaßen ja, autonom. Ist allerdings, ich glaube, die Waffenfunktion ist dort noch nicht autonomisiert. Oder das Ganze kann auch eher so auf der Metaebene oder einer Ebene drüber jedenfalls passieren, in Verbindung mit Battlefield Management System. Also ein autonomes Waffensystem ist nicht gleich eine Drohne, sondern kann ganz viele verschiedene Dinge sein oder auch verschiedene Dinge zusammen. Dann sind wir zum Beispiel bei Schwärmen. Das sind jetzt alles Beispiele von Systemen oder das meiste, die noch keine autonome Zielauswahl und Bekämpfung haben, sondern eher so autonome Funktionen in anderen Bereichen. Es gibt aber, auch das wurde schon angedeutet, auch ziemlich viel Forschung und Entwicklung für ja, autonome Systeme, die Ziele auswählen und bekämpfen können. Mir ist aufgefallen, auf dieser Folie habe ich vor allem amerikanische Systeme genannt. Es könnten genauso gut russische oder chinesische, auch israelische, wahrscheinlich auch australische Systeme sein. Und es gibt sehr viele Staaten, die auch daran arbeiten. Ein Projekt ist das US Joint All Domain Command and Control, das zum Beispiel das Project Convergence dabei hat. Da geht es vor allem um Big Data Analysis, also Datenanalyse und Auswertung, wo es darum geht, möglichst viele Sensordaten auf dem Schlachtfeld sozusagen zu sammeln, zusammenzuführen, auszuwerten und dann für die weitere Planung und auch Zielauswahl und Bekämpfung zu verwenden. Das sind sehr viele Einzelschritte, die dann hintereinander geschaltet werden sollen langfristig. Und ich finde, das zeigt ganz gut, dass wir eben nicht nur über die eine Drohne reden, die eine Plattform, sondern über ganz viele Schritte und Funktionen im Zielkreislauf. Und das ist was, was man unbedingt im Blick behalten sollte, denn auch dadurch wird sich die Kriegsführung sehr beschleunigen und es schwieriger machen, auch für den Menschen möglicherweise einzugreifen und zu verstehen, was dort passiert. Es gab vor einiger Zeit die US Alpha Dogfight Challenge. Da sind zunächst KI-Systeme gegeneinander angetreten in einem virtuellen Kampf zwischen Kampfflugzeugen. Und das Gewinnersystem ist dann gegen einen Menschen angetreten, gegen einen sehr erfahrenen Kampfpiloten, und der Kampfpilot hat verloren. Da kann man jetzt, ist ein bisschen die Frage, wie übertragbar das auf die reale Welt ist, aber zumindest in dieser Simulation hatte der Mensch da wenig Chancen. Was bisher eben mit Go und Schach funktioniert hat, lief da dann auch mit Kampfjets. Es gibt verschiedene Drohnenprojekte, zum Beispiel auch für eher kleinere, günstigere Drohnen sozusagen, die verzichtbar sind, die ruhig kaputt gehen können, mit denen man dadurch möglicherweise riskantere Manöver fliegen kann. Und auch das wurde schon genannt, es gibt diese Entwicklungen zum Next Generation Weapons System, wie das Future Combat Air System, FCAS, an dem Deutschland und Frankreich beteiligt sind, auch Spanien. Und das britische System Tempest, das ist so ähnlich. Da geht es um sehr viele technische Entwicklungen, unter anderem aber auch um Drohnen mit wahrscheinlich autonomen Fähigkeiten und Schwärme und solchen Sachen. Also es passiert ganz viel in diesem Bereich. Es wird wahnsinnig viel investiert in KI und andere Dinge, die bei der Autonomisierung von Waffensystemen helfen. Und einen kleinen Überblick, ein bisschen Eigenwerbung, wenn Sie das interessiert, auf unserem Twitter-Account IPRO, dieses International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons, machen wir auch regelmäßig so Technology-Updates, wer da ein bisschen up-to-date bleiben möchte. So, warum investieren Staaten da so viel Geld? Das hat Rieke schon gesagt, darum kann ich es mir eigentlich sparen. Es geht vor allem um Geschwindigkeitsvorteile, bessere Tarnung, Effizienz, neue Einsatzmöglichkeiten. Ich glaube, es ist sogar die gleiche Reihenfolge, in der Rieke es aufgeführt hat. Toll, wir machen das hier nicht zum ersten Mal offenbar. Genau, also muss ich nicht so viel zu sagen. Es gibt große militärische Vorteile. Was ist jetzt aber das Problem? Warum sprechen Staaten und auch die Zivilgesellschaft über mögliche Regulierungen autonomer Waffensysteme? Dafür gibt es eine ganze Reihe Gründe. Auch die hat Rieke alle schon angeschnitten. Kann ich also auch ein bisschen kürzen. Es gibt vor allem rechtliche Bedenken. Wenn wir uns das humanitäre Völkerrecht anschauen, also das Recht im Krieg, da gibt es zum Beispiel Vorgaben, dass zwischen Zivilisten und Soldaten oder Kombattanten unterschieden werden muss. Da ist die Frage, können autonome Waffensysteme das
zuverlässig machen. Es ist auch die Frage, ob Verhältnismäßigkeitsabwägungen getroffen werden können. Das ist immer die Frage zwischen Mittel, eingesetzten Mittel und dessen Auswirkungen und dem militärischen Ziel. Das ist selbst für Menschen oft nicht einfach zu entscheiden und es kommt sehr auf den operativen Kontext an, was verhältnismäßig ist und was nicht. Möglicherweise kann man das in Zahlen überführen, das könnte auch ein Algorithmus machen. Dem fehlt aber trotzdem das Situationsverständnis und wenn an dieser eigentlich rechtlichen Entscheidung kein Mensch beteiligt ist, ist es sozusagen grundsätzlich die Frage, das Recht richtet sich an den Menschen, das heißt, ein Mensch muss diese rechtliche Entscheidung treffen, auch um hinterher eine Verantwortlichkeit und Zurechenbarkeit zu haben. Es gibt auch menschenrechtliche Bedenken. Ich glaube, Herr Hock hatte das in der Einleitung erwähnt, die Problematik mit arbiträren Tötungen, was schon bei ferngesteuerten Drohnen ein Problem ist. Das wird durch autonomisierte Zielauswahl und Bekämpfung nicht besser. Damit eng zusammenhängt die ethische Frage der Menschenwürde. Das zentrale Argument dabei ist, dass wenn wir eine große Datenbank haben, in der bestimmte Sensordaten ausgewertet werden aus verschiedenen Quellen, das wird dann überführt in eine Kill-List, das ist so ein bisschen das Project Maven. Und wenn das dann auch weiter automatisiert ausgewertet wird und sozusagen zur Zielauswahl führt, dann ist der Mensch das Ziel eigentlich nur ein Datenpunkt. Und dann niemand versteht die besondere Qualität und das besondere Problem dabei, einen Menschen zu töten. Es ist einfach für den Algorithmus ist es ein Datenpunkt und nichts weiter. Und damit wird das menschliche Leben und die Würde entwertet. Und es ist letztlich ein Bruch der Menschenwürde. Und es gibt einige Sicherheitsbedenken, das spare ich mir jetzt, das weiter auszuführen. Das hat Ulrike gerade schon ganz wunderbar ausgeführt. Das alles kommt sozusagen zu den technischen Problemen, die wir bei künstlicher Intelligenz haben, noch dazu. Und vor allem mit dem Fokus, ich gehe noch einmal zurück, mit dem Fokus auf das humanitäre Völkerrecht gibt es nun seit einigen Jahren schon Gespräche im Rahmen der UN-Waffenkonvention, der Convention on Certain Conventional Weapons. Und weil es ein bisschen hilft zu verstehen, worum es genau geht, lese ich mal den ganzen Titel vor. Es ist das Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können. Dieses übermäßige Leiden, unterschiedslos wirken, sagt uns schon, hier geht es ums humanitäre Völkerrecht und die Probleme bei der Anwendung und Auswirkung von Waffensystemen. Die CCW hat sozusagen so ein Chapeau, ein allgemeiner Text und dann gibt es verschiedene Protokolle zu unterschiedlichen Waffensystemen. Die Gespräche zu Antipersonenminen und Streumunition haben auch in der CCW angefangen und jetzt geht es darum, ob man für autonome Waffensysteme auch ein weiteres Protokoll in der CCW braucht oder wie bei den Antipersonenminen langfristig die CCW verlässt und sagen woanders ein Verbot verabschiedet, aber das ist so der Rahmen, in dem sich das im Moment bewegt. Die Gespräche in der CCW laufen jetzt schon einige Jahre. Es gab zunächst mal informelle Expertentreffen, unter anderem auch unter deutschem Vorsitz, seit 2014 auf Initiative Frankreichs zunächst, aber vor allem auf den Druck der Zivilgesellschaft. Das ist dieser kleine schwarz-rote Kreis ganz außen. Das ist die Campaign to Stop Killer Robots. Und nach diesen informellen Gesprächen folgten dann jetzt einige Jahre an einer Group of Governmental Experts. Die hat immer so zwischen 5 und 10 Tagen getagt pro Jahr. Es schwankt immer ein bisschen, je nachdem, wie viel Budget da ist oder wie in diesem Jahr, ob Treffen stattfinden können oder nicht. Da hat 2020 nur ein Treffen stattgefunden, der Rest ist Corona-bedingt ausgefallen. Was dieses Jahr passiert, ist leider immer noch völlig unklar. Also ich habe immer noch keine Informationen, ob es und wann es weitere Gespräche in diesem Jahr geben wird. Das heißt, es läuft schon einige Jahre und es gibt zumindest seit 2019 ein Zwischenergebnis, nämlich haben sich die Mitgliedstaaten der CCW auf 11 Leitprinzipien geeinigt, in der sie Elemente eines normativen und operativen Rahmenwerks festlegen wollen. Das kann man interpretieren als ein neues Protokoll zur CCW, in dem autonome Waffensysteme verboten werden. Das kann aber auch ungefähr alles andere darunter sein. Auf die möglichen Ergebnisse gehe ich gleich nochmal ein, aber erstmal, was sozusagen inhaltlich das Problem ist.
Man ahnt es schon ein bisschen, die menschliche Rolle steht im Zentrum. Die Frage, wie viel Kontrolle muss der Mensch über die Zielauswahl und Bekämpfung haben, um ethischen Standards gerecht zu werden und hier vor allem auch um den Standards des humanitären Völkerrechts gerecht zu werden. Und das ist nicht so sehr einfach zu beschreiben. Man kann sagen, der Mensch braucht vielleicht ein bestimmtes Situationsverständnis und er braucht bestimmte Eingriffsmöglichkeiten. Das muss im Design des Systems angelegt sein und das muss bei der Nutzung ausgeführt werden. Aber ganz konkret hängt es sehr vom Einsatzkontext ab. Und wenn ich vielleicht ein U-Boot in einem sonst völlig freien Gebiet verwende, dann ist das was anderes, als wenn ich eine Drohne in einer eng bevölkerten Stadt habe. Bei der Drohne müsste man in diesem Fall wohl deutlich mehr menschliche Kontrolle haben, um dieses Situationsverständnis zum Beispiel mitzubringen. Und darum kreisen noch so ein paar andere Probleme. Die Frage, also es gibt immer wieder Diskussionen, müssen wir Autonomie definieren? Ja, nein. Wir reden über Waffensysteme, die vor allem, nicht nur, aber vor allem in der Zukunft entwickelt werden erst, also präventive Rüstungskontrolle. Das macht die Sache auch nicht greifbarer. Es ist die Frage, ob man bestehende Rüstungskontrollinstrumente, zum Beispiel Verifikationsinstrumente, hier einfach so anwenden kann, weil es eben nicht um konkrete Plattformen geht. Es geht nicht um die Anzahl von Drohnen oder wie weit die fliegen können, sondern es geht um den militärischen Prozess der Zielauswahl. Und sowas wurde bisher noch nicht so richtig reguliert auf internationaler Ebene. Und wir haben die Dual-Use-Problematik. Auch das hatten wir schon. Die Technologie, die hinter autonomen Systemen steht, ist ganz wesentlich aus dem zivilen Bereich geprägt. Und das möchte man natürlich hier nicht einschränken. So, es gibt also so einige inhaltliche Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist nicht unmöglich. Da bin ich noch relativ optimistisch, dass man da einen Weg findet mit dem allgemeinen Vertragstext und dann vielleicht Detailausführungen in einem anderen Dokument in Best Practices. Aber es hakt an einigen Stellen ein bisschen am politischen Willen einiger Staaten. Denn wir könnten am Ende eine multilaterale Regulierung sehen. Die könnte, das ist sozusagen ganz unten rechts, rechtlich verbindliches Dokument sein, ein Vertragstext oder auch Softlaw, eine politische Erklärung, Best Practices, Verhaltenskodizes oder eine Kombination daraus. Oder wir haben am Ende überhaupt gar kein Verbot oder keine Regulierung. Und hier sortieren sich dann so die CCW-Staaten, die Mitgliedstaaten ein. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl, aber ganz klar gegen eine Regulierung ist Russland, sind aber auch die USA, Australien und Israel, auch Großbritannien und Frankreich. Ich nenne die sozusagen in einem Block, weil die sehr viel auch zusammen entwickeln und auch üben, was solche Waffensysteme angeht. Genau, Großbritannien, Frankreich auch eher so regulierungsskeptisch. Andere europäische Staaten neigen eher zu Softlaw, also lieber eine politische Erklärung und alles ein bisschen vage halten. Deutschland steht wie oft so ein bisschen in der Mitte. Zumindest das Auswärtige Amt will zunächst mal eine politische Erklärung erreichen, hat das mit diesen Guiding Principles, diesen Leitprinzipien vielleicht auch schon geschafft. Und jetzt ist die Frage, ob man zu einem rechtlich verbindlichen Vertrag weiterschreitet. China hat sich für ein Verbot autonomer Waffensysteme ausgesprochen. Allerdings mit einer Definition eines autonomen Waffensystems, die sagen alles, also eigentlich alles ausschließt. Die Definition besagt letztlich Waffensysteme, bei denen der Mensch gar keine Eingriffsmöglichkeit hat. Also die schaltet man an und das war's. Und daran hat eigentlich niemand ein Interesse, das zu bauen. Von daher ist diese Definition so weit weg, dass man das Problem wegdefiniert hat. Ist also ein bisschen fraglich, was das hier weiterbringt. Und Österreich, Brasilien, Chile haben eine Initiative gestartet für ein ganz konkretes Verbot autonomer Waffensysteme. Österreich damit als einziges europäisches Land auf dieser Seite des Spektrums. Aber ganz klar, kein NATO-Staat. Da sieht man schon ein bisschen, wie die NATO-Mitglieder sich hier verteilen zum Beispiel. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Vielleicht noch meine Einschätzung. Ich sehe tatsächlich, so, weil zum einen Corona-bedingt keine Verhandlungen laufen im Moment, und zum anderen mäßiger politischer Wille da ist, bin ich nicht so sehr optimistisch, dass wir ein Verbot autonomer Waffensysteme sehen werden am Ende. Aber ich glaube, selbst mit den Gesprächen, die im Moment laufen und wenn es dann vielleicht irgendwann doch weitergeht, haben wir schon einen starken normativen Effekt, was die Frage nach der menschlichen Kontrolle angeht. Die Tatsache, dass sich Staaten damit auseinandersetzen und das hinterfragen, die menschliche Rolle beim Gewalteinsatz, ist, glaube ich, für sich schon viel wert und schlägt sich auch deutlich in nationalen Entwicklungen wieder
Auf jeden Fall sehen wir das in Deutschland bei der Diskussion um das Future Combat Air System zum Beispiel. So, damit ende ich erstmal und freue mich auf die Diskussion. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Das war alles wirklich spannend. Und wir haben auch schon ein paar Fragen von den Zuschauern. Ja, dann fange ich mal an. Also es gibt zunächst eine Frage zu dem von Frau Franke erwähnten atomaren Kräftegleichgewicht. Und zwar lautet die Frage, gibt es Atommächte, die konkret überlegen, KI mit Atomwaffen zu verknüpfen? Und wie sähe es damit völkerrechtlich aus? Eine Drohne, die gegebenenfalls Ziele selbst auswählt, angreift, mag ja das eine sein, aber eine Langstreckenrakete mit Nuklearsprengkopf? Und dann lese ich gleich die zweite Frage vor, die lautet, wie wird sich das Verhältnis konventioneller autonomer Systeme entwickeln? Gibt es eine Tendenz zu einer Kriegsführung, in der nur noch Maschinen gegen Maschinen kämpfen? Oder bleibt der Soldat aus Fleisch und Blut ein relevanter Akteur auf dem Schlachtfeld? Ja, soll ich mal. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr spannende Fragen auch und vielen Dank an Anja auch für die Übersicht, was bei CCW so in letzter Zeit los war. Ich finde die zweite Frage total wichtig, weil ich oft so ein bisschen Sorge habe, ob der Diskussion, was Technologie auf dem Schlachtfeld angeht, weil häufig so ein bisschen so getan wird, als könnte Technologie dann dabei helfen oder dazu führen, so blutlose Kriege zu führen und am Ende muss niemand mehr aufs Schlachtfeld und ist das nicht alles toll? Das war so eine Narrative, die hatten wir auch schon in den 90ern mal, als es so anfing mit quasi Computern in der Kriegsführung, aber auch jetzt hört man das noch häufig und meine Antwort auf die Frage, wird das so kommen, ist ganz klar nein. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil es eigentlich fast immer so ist, dass neue Technologien selten wirklich was komplett substituieren, also ersetzen, sondern in der Regel kommen die nur so oben drauf. Also um es mal ganz platt zu sagen, es mag schon sein, dass der nächste Krieg vielleicht erst im Cyberbereich anfängt oder auch im Cyberbereich geführt wird und dass wir da auch mehr irgendwie Roboter und autonome Systeme und ferngesteuerte reicht ja auch schon, Systeme haben. Aber am Ende hat man dann eben doch den Soldat und leider eben auch den oder die Zivilistin, die irgendwo im Schlamm stirbt. Und das muss man sich eben sehr klar machen. Also man darf sich dann nicht hingeben dieser Idee, machen jetzt alles die Roboter. Also im letzten Sinne landen wir dann doch immer da. Ja, insofern bleibt der Soldat aus Fleisch und Blut ein relevanter Akteur, auch wenn da Technologie eben oben drauf kommt. Und zu den Atommächten, also das ist zwar so die große Sorge, dieses, oh Gott, jetzt kriegen wir auch noch autonome Atomwaffen, Atomsprengköpfe, das ist ja so ein bisschen das Dr. Strangelove-Szenario. Soweit ich weiß, sind sich die meisten Atommächte da durchaus im Klaren drüber, dass das jetzt nicht so die allertollste Idee ist. Da wird zwar auch drüber geredet, aber ich kenne da jetzt keine konkreten Überlegungen. Die größere Sorge, was Nukleares angeht, ist eher, dass durch den Einsatz von Sensorik, künstlicher Intelligenz etc., durch die Kombination von all dem, es vielleicht mittelfristig möglich sein wird, die nukleare Zweitschlagfähigkeit einiger Nuklearmächte zu unterminieren oder letztendlich zu zerstören. Da geht es vor allen Dingen um diese Aussage, dass die Ozeane transparent gemacht werden können. Das ist eine Diskussion, inwieweit das geht, aber die Überlegung, die Sorge ist quasi, Sensorik verbunden mit KI-Analyse etc. wird es mittelfristig möglich machen, atombestückte U-Boote im Meer zu finden. Und wenn das passiert, dann gibt es mehrere Länder, die einfach keine Zweitschlagfähigkeit mehr haben, also nicht mehr in der Lage sind, sich atomar zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden, was ja so, worauf unsere nukleare Stabilität halt im großen Rahmen basiert. Und das wird dann wirklich sehr schnell ziemlich gefährlich, weil dann haben wir wirklich die Situation, dass das System, was mehr schlecht als recht mag sein, aber eben doch irgendwie so die Stabilität in den letzten Jahrzehnten gehalten hat, plötzlich auf den Kopf gestellt wird und so nicht mehr funktioniert. Also das ist das, was mir im nuklearen Bereich mehr Kopfschmerzen macht, als das Dr. Strangelove, wir geben Nuklearsprengköpfen Autonomie. Aber vielleicht weiß Anja da auch, ob irgendwie Russland oder so sich das auch schon ausgedacht hat. Also, kann ja sein.
Also ich weiß, dass schon mal jemand was dazu aufgeschrieben hat. Ich erinnere mich dunkel an einen Artikel. Das waren allerdings, glaube ich, zwei Wissenschaftler, die schon dem Pentagon nahestehen, aber es war eher so ein wissenschaftlicher Blogbeitrag, glaube ich, wo auch mal laut darüber nachgedacht wurde, ob man nicht Autonomie und Nuklearwaffen verbinden sollte. Die meisten gehen dann aber kopfschüttelnd aus dem Raum und sagen, das ist eine sehr dumme Idee. Und ich habe so ein bisschen Restvertrauen in die Menschheit, dass wir vielleicht zumindest das tatsächlich hinkriegen, das zu vermeiden. Genau, zu dem Mensch-Maschine- oder Maschine-Maschine-Krieg sozusagen haben wir nur noch autonome Waffensysteme irgendwann. Es wird sicherlich auch mal Situationen geben, wo zwei autonome Waffensysteme aufeinander prallen, zum Beispiel auch in Grenzgebieten, wenn es um die Absicherung dort geht. Dann haben wir auf jeden Fall diese Flash-Crash-Gefahr, die Ulrike auch vorhin nannte, dass auch nicht ganz klar ist, was passiert, wenn man zwei feindliche autonome Waffensysteme gegeneinander einsetzt, weil die ja nicht zusammen trainiert wurden, diese Algorithmen. Das könnte also tatsächlich noch größeres Eskalationspotenzial mit sich bringen. Und ganz wichtig, nochmal diesen Punkt zu betonen, am Ende trifft es immer die Zivilisten. Die werden nicht einfach sozusagen aus dem Kriegsgebiet verschwinden. Im Gegenteil, wenn wir uns aktuelle Kriegssituationen anschauen, dann ist der Effekt auf Zivilisten sehr, sehr groß und das wird wahrscheinlich auch nicht weggehen. Und ich glaube, das muss man immer im Kopf behalten dabei. Ja, vielen Dank. Wir haben noch viel mehr Fragen, sehe ich. Ja, es gibt sehr viele Fragen. Vielen Dank dafür. Erstmal zwei weitere. Zum einen, wie kann die Weitergabe autonomer Systeme an Terroristen oder andere nichtstaatliche Akteure verhindert werden? Und dann noch eine weitere Frage. Wie könnten wir damit umgehen, dass große KI-Modelle, die die Grundlage der Waffensysteme sind, von privaten Unternehmen trainiert wurden, die viel Rechenzeit und damit Millionen kosten? Können wir dabei überhaupt mithalten und eigene Systeme erstellen oder müssen wir uns auf solche Systeme verlassen? Fange ich mal an. Wie können wir Proliferation verhindern? Ich schwanke zwischen gar nicht und dem optimistischeren, indem wir sie verbieten. Also tatsächlich sind ganz viele Komponenten eben aus dem zivilen Bereich, das haben wir vorhin schon angesprochen. Das heißt, da ist die Weitergabe überhaupt nicht zu verhindern. Je komplexer das Waffensystem wird, desto schwieriger ist natürlich, das selber nachzubauen, weil einfach das Know-how und die Mittel fehlen. Da kann man es am besten verhindern, indem man diese Systeme nicht baut, indem man sie international verbietet oder, falls das nicht funktioniert, zumindest sehr strenge Exportkontrollen einzieht. Aber so sehr optimistisch, dass das komplett funktionieren wird, bin ich nicht. Wir sehen das jetzt, wurde vorhin auch schon in der Einleitung genannt, beim Thema ferngesteuerte Drohnen, die jetzt sehr intensiv in allen möglichen Konfliktkontexten verwendet werden. Und das wird sicherlich mit autonomeren Systemen irgendwann auch der Fall sein. Genau, also verbieten könnte die beste Variante sein hier. Das Zweite, ich glaube, da ging es um die Entwicklung im zivilen Bereich, wie wir da hinterherkommen. Die Frage ging darum, dass vor allen Dingen private Akteure mit großem Aufwand und auch mit großem Investitionsaufwand die Systeme entwickeln. Genau, ich glaube, da kann Ulrike wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, denke ich mir. Möchtest du das übernehmen? Warum nicht? Ich habe dir auch eine Terroristenfrage überlassen, weil ich dachte, oh Gott, was soll ich da sagen? Außer wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht genau, worauf die Frage abzieht, aber so ein paar Punkte dazu. Das Erste ist halt, es ist ganz klar, dass diese Unternehmen, und das sind halt auch nicht unendlich viele, also so, da geht es jetzt, so die richtigen Fortschritte in künstlicher Intelligenz werden halt doch auch nur von so einer Handvoll von Unternehmen die halt auch viel unter so dem Google oder Alphabet in der Familie sind oder eben Facebook, Alibaba etc., das sind jetzt nicht unendlich viele Unternehmen, da wird viel entwickelt und diese Unternehmen kriegen dadurch auch viel mehr Macht. Das ist aber natürlich auch generell so eine Entwicklung. Also wir sehen das ja auch gerade, Twitter, Ban und so weiter, dass eben Tech-Unternehmen in unserer Zeit unglaublich viel Macht bekommen haben und auch mehr Macht als viele, viele kleinere Staaten oder auch größere. Das ist so eine grundsätzliche Entwicklung in der internationalen Politik, würde ich sagen, die uns noch Probleme bereiten wird. Und letztendlich gibt es so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Entweder diese Unternehmen werden irgendwie aufgebrochen und reguliert, was ja versucht wird, nicht nur von der EU, sondern auch von China und zum Teil auch in den USA.
oder sie werden eben tatsächliche Akteure eben in diesem staatlichen Konzert. Das wird sich noch zeigen. Aber jetzt spezifisch nochmal zur KI, weil es ja auch darum geht, kann da das Militär irgendwie mithalten? Es ist schon noch so ein bisschen unklar, wie einfach künstliche Intelligenz, die im zivilen Bereich oder für den zivilen Bereich entwickelt wurde, wie einfach sich das übersetzen oder anwenden lässt ins Militärische. In manchen Bereichen geht das sicher super einfach, so nach dem Motto Bilderkennung. Das hat man entwickelt und Gesichtserkennung und so. Und dann kann das natürlich die CIA genauso einsetzen wie irgendwie Facebook. Da ist das vielleicht 1:1. Aber in vielen anderen Bereichen nicht. Also ich war zum Beispiel, ich fand es super spannend, als ich letztens gelesen habe, dass Predictive Maintenance, worüber wir vorhin gesprochen haben, in der Logistik, zwischen, ich glaube, es war die US Navy und die US Marines, also zwei Branchen desselben Militärs, dass die ihre Daten, dass die nicht dieselben Predictive Maintenance trainierten Algorithmen einsetzen konnten, weil die so unterschiedlich ihre Flugzeuge benutzen, dass die quasi ihre eigenen Daten sammeln müssen und Predictive Maintenance für die Marines eben anders sind als Predictive Maintenance für die Navy. Und da zeigt sich halt schon so ein bisschen, okay, also so einfach ist das alles nicht. Kann man sich ja auch vorstellen, ne? Also nur weil jetzt irgendwie über ein perfektes autonomes Auto entwickelt hat, aber mit den Daten von irgendwie der Vorstadt von Chicago kann man das jetzt nicht einfach auf einen Panzer spielen, weil dann hält der Panzer halt an jedem Stoppschild und fährt halt nicht über Schotterpisten. Also so, insofern, um es quasi kurz zu beantworten, das ist so ein bisschen eine Entwicklung, da zeigt sich auch noch viel. Es gibt viel Zusammenarbeit zwischen den Tech-Unternehmen und dem Militär. In allen Ländern versuchen sie das auch stärker und besser zu machen. In allen Ländern wird darüber gemeckert, dass man irgendwie nicht schnell genug ist im Militär und dass das die Tech-Unternehmen da so viel schneller sind und besser. Aber es ist alles nicht so richtig eindeutig. Insofern hat das Militär da doch immer noch eine wichtige Rolle zu spielen. Um vielleicht nochmal einen Schritt von den Tech-Unternehmen zurück zu den Staaten zu nehmen, auch aus dem Publikum. Die Frage zum einen von Ihnen, Frau Dahlmann, als Sie genannt haben, die Mitgliedstaaten, sind das direkt aus dem Publikum die wichtigsten Staaten und was würden andere Staaten, die Forscher, noch dazu sagen? Und auch, was ist denn die Dynamik dieser Rüstungsverhandlungen? Also gibt es Staaten, die sagen, na gut, das ist jetzt für uns ein Verhandlungsgegenstand, auch für andere Rüstungskontrollfragen, also tit for tat, wenn wir Atomwaffen abrüsten, dann rüstet ihr autonome Systeme ab? Super spannende Fragen, Dankeschön. Genau, die Mitgliedstaaten, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, um jemanden als wichtig oder nicht wichtig zu bezeichnen, denn am Ende haben alle jeweils eine Stimme und sind formal gleich wichtig. Ganz klar ist aber, dass die USA und Russland da ganz zentrale Treiber sind und sozusagen auch da verschiedene Gruppen von Staaten hinter sich scharren. Und solange sagen Russland und die USA sich nicht auf irgendwas einigen können, wird es in der CCW kein wirkliches Ergebnis geben, auch weil das Ganze im Konsens passieren muss. Es kann also ein einzelner Staat alles blockieren und gerade Russland macht das mit sehr großer Werf im Moment oder zumindest bei den letzten Gesprächen, bei denen sie dabei waren. Was wir aber ganz klar sehen bei den Mitgliedstaaten, ist eine Verteilung zwischen Haves und Have-Nots, ein bisschen wie bei Atomwaffen. Also Staaten, die in absehbarer Zeit oder auch jetzt schon sehr stark an Autowaffensystemen arbeiten, da groß viel Geld investieren, große Entwicklungsfortschritte machen, sind tendenziell gegen ein rechtlich verbindliches Verbot oder zumindest sehr vorsichtig, was Formulierungen angeht. Während andere Staaten, also gerade afrikanische Staaten beispielsweise, auch viel südamerikanische Staaten, eher für ein rechtlich verbindliches Verbot sind, weil die in absehbarer Zeit keine autonomen Waffensysteme haben werden, weil sie nicht das Geld haben, um da rein zu investieren zum Beispiel. Also das ist eine ganz klare Aufteilung. Und die Frage ist, wenn es in der CCW irgendwann nicht weitergehen sollte, so eigentlich war Ende diesen Jahres so ein bisschen als Stichpunkt gesetzt, weil es eine Überprüfungskonferenz geben sollte. Das wird wahrscheinlich Corona-bedingt nicht passieren. Aber wenn es irgendwann dann mal zum Showdown kommt und alle die Karten auf den Tisch legen müssen, kriegen wir jetzt eine Regulierung hin oder nicht? Und das nicht klappt, dann ist die Frage, ob dieser Prozess die CCW verlässt und welche Staaten sich dann daran beteiligen. Und ich glaube, das wird nochmal spannend, denn da bin ich nicht so optimistisch, dass es so eine sehr große Wirkung haben wird, wenn es nur Staaten sind, die keine autonomen Waffensysteme entwickeln. Hier könnte Deutschland aber zum Beispiel auch eine wichtige Rolle einnehmen.
als Vermittler beispielsweise, um an Kompromisslösungen zu arbeiten. Die Campaign to Stop Killer Robots hat nicht umsonst versucht, Deutschland dazu so ein Champion State sozusagen zu pushen. Das hat Deutschland zunächst mal nicht angenommen, diese Rolle, aber wird man sehen, auch wie zukünftige Regierungen sich bei dem Thema positionieren. Genau. Zur Dynamik. Tatsächlich ist die CCW vergleichsweise unpolitisch, würde ich sagen. Also es wird in diesen Gesprächen hauptsächlich über autonome Waffensysteme gesprochen und nicht so sehr über andere Rüstungskontrollprobleme oder andere Konflikte. Also ich glaube, ich erinnere mich nur an einmal, wo es kurz um die Ukraine ging und um die Krim, was sonst eigentlich ein Standardthema ist bei allen möglichen internationalen Verhandlungen, die nichts damit zu tun haben. Das heißt, in der CCW geht es vor allem um autonome Waffensysteme und ich sehe nicht so sehr ein Bargaining an der Stelle tatsächlich. Das ist eine ganz gute Nachricht, denke ich, weil man wirklich auf dieses eine Problem fokussiert ist. Ja, und vielleicht auch nochmal zurück nach Deutschland. Wir waren jetzt in der internationalen Verhandlung. Was zum einen die Frage, was kann man denn auch ganz konkret in Sachsen als Landtagsabgeordneter tun, wenn man auf ein Verbot hinwirken möchte? Das wurde direkt gefragt. Und dann vielleicht auch nochmal, was kann auch Deutschland tun? Sind wir in Deutschland hinterher? Stimmt die Wahrnehmung? Und wie kommen wir da auch zu einer Debatte, die vielleicht nicht der Debatte der bewaffneten Drohnen gleicht, sondern ein bisschen mehr der tatsächlichen aktuellen Stand der Technik mitnimmt? Ach ja, wäre das nicht schön. Vielleicht noch mal ganz kurz, ich bin etwas skeptischer als Anja, was so die Vorbildfunktion Deutschlands angeht. Ich verstehe so die Logik, in Deutschland ist natürlich an sich, also schon mal ein großes Land, ist auch ein relativ relevanter militärischer Akteur und in der Welt sicher anerkannt. Es ist halt nur schon so und vielleicht merke ich das auch mal so, weil also ich sitze ja in England und dass Deutschland von vielen Ländern militärisch einfach nicht so richtig ernst genommen wird und dass deswegen so die Vorbildfunktion im Sinne von wir machen etwas nicht und dann machen das die anderen auch nicht, halt nicht so richtig wahrscheinlich ist. Aber ich verstehe die Logik und Deutschland ist natürlich jetzt international vielleicht doch noch mal ein bisschen irgendwie größer und einflussreicher als Österreich, die das ja so ein bisschen als ihre Causa auch gefunden haben. Aber gut, was kann man aus dem Sachsener Landtag tun? Das weiß ich nicht, das weiß vielleicht Anja, aber ich würde gerne über Deutschland sprechen, und zwar, weil ich das eine total spannende Frage finde. Die erste Frage ist, ob und inwieweit tatsächlich Deutschland bei KI im militärischen Bereich hinterher ist. Was ganz klar ist, ist, Deutschland ist in der Diskussion hinterher. Also ich habe in den letzten Jahren viel mich beschäftigt mit so dem nationalen Denken zu KI, auch im Allgemeinen und dann eben KI im Militärischen. Und was ganz klar ist, ist, dass Deutschland sich mit diesem Thema, also das politische Deutschland sich mit diesem Thema KI im Militärischen eigentlich nicht beschäftigen will. Also wir haben eine nationale KI-Strategie, da steht ein Satz drin zur Nutzung von künstlicher Intelligenz im Militärischen und der Satz heißt sowas wie, da kann sich dann auch mal das Verteidigungsministerium mit beschäftigen. Schönen Tag noch. Das ist in anderen Ländern tatsächlich anders, wobei es in vielen europäischen Ländern so läuft, aber ganz anders ist es in Frankreich. Das sticht Frankreich auch so ein bisschen europäisch heraus. Also Frankreich hat auch eine nationale KI-Strategie, wo Militär schon als einer der wichtigen Pfeiler genannt wird. Und Frankreich hat als einziges europäisches Land bisher eine dezidierte militärische KI-Strategie. Also sie haben ein eigenes Papier rausgebracht, wo sie so ein bisschen darlegen, wie sie sich das vorstellen. Und sind da auch bereit zu investieren. Niederlande wollen das jetzt vielleicht auch machen, aber schauen wir mal. Großbritannien hat das in dem Sinne nicht jetzt als spezifische Strategie, aber die sind da auch bereiter, eben darüber zu sprechen, darüber nachzudenken und vor allen Dingen zu investieren. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Hauptding. Wir haben den Unterschied in der politischen Diskussion, wir haben den Unterschied in der vom Staat und vom Militär finanzierten Forschung, soweit ich das überblicken kann, aber ganz ehrlich, so richtig einfach ist es auch nicht, das alles einzuordnen, weil man es nicht unbedingt weiß, aber man weiß eben, dass in Großbritannien, wie gesagt, Schwarmfähigkeiten derzeit sehr stark finanziert und
werden und militärisch interessiert sind oder von Interesse sind. In Frankreich hat er ja sogar ein paar Beispiele genannt. Auch da wird das gemacht. In Deutschland will man das nicht so richtig machen. Allerdings sind auch deutsche Unternehmen entwickeln eben oder versuchen eben zu entwickeln, haben ihre Forschungsprojekte, was KI im Militärischen angeht. Also ich weiß gar nicht, ob man da schon sagen kann, dass wir da jetzt irgendwie so groß hinterher sind. Die Frage wird sich auch spätestens dann stellen, wenn eben FCAS sich ein bisschen konkretisiert. Also FCAS nochmal, dieses deutsch-französisch-spanische Kampfflugzeugprojekt, was 2040, 2045 fliegen soll. Da ist noch viel unklar, aber da wird eben die ganze Zeit irgendwie jetzt drüber nachgedacht und definiert. Und das soll eben, ja, potenziell autonome Drohnen, sind auch bewaffnete Drohnen haben. Das wird für Deutschland auch interessant. Daher kommen diese Fragen auch noch auf uns zu. Ich muss zugeben, haben wir erneut ein Debakel wie bei der Beschaffung bewaffneter Drohnen. Mir hat die Debatte, die deutsche politische Debatte um bewaffnete Drohnen tatsächlich so ein bisschen den Glauben an die deutsche Politik geraubt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist der absolute Wahnsinn, was wir da seit 12 Jahren treiben. Und ich habe wenig Hoffnung, muss ich wirklich sagen, dass das so viel komplexere und so viel schwierigere und gar nicht so klare Diskussionen zu autonomen Waffensystemen und KI im Militärischen, dass wir das besser schaukeln. Weil also ganz ehrlich, die Drohnendebatte ist so schwer nicht. Wir haben jetzt alle Argumente auch mal gesagt und von jedem und am Ende muss man eine Entscheidung treffen. Und ich kann ja mit jeder Entscheidung leben, aber die Tatsache, dass wir immer noch nicht in der Lage sind, da irgendwie kohärente Positionen zu formulieren in der Politik 12 Jahre später, lässt mich da echt meinen Glauben verlieren. Deswegen, also, ich würde da keine 5 Cent drauf wetten, dass wir das besser schaffen bei KI im Militärischen. Das spricht jetzt halt natürlich die Frustration, aber also nichts in meiner Forschung suggeriert, dass wir das besser können. Sorry. Okay, gut, ich lasse Rikes Drohnen-Rant an der Stelle mal so stehen. Teile aber ganz grundsätzlich die Problemwahrnehmung da durchaus. Genau, ich glaube auch, wir haben alle Argumente, um eine Entscheidung zu treffen und das muss halt passieren. Das noch weiter zu verschleppen, schwierig. Unabhängig davon gucke ich nochmal so ein bisschen auf die formalpolitische Ebene sozusagen, von Landes- vielleicht bis EU-Ebene ein bisschen. Klar, die sächsische Abgeordnete kann jetzt akut nicht so sehr viel tun. Bin ich ganz sicher, ob es vielleicht einen Ausschuss dafür gibt, aber grundsätzlich ist natürlich der Einfluss auf die Außen- und Sicherheitspolitik eher mäßig. Nichtsdestotrotz sehe ich aber Potenzial darin, die öffentliche Diskussion zu unterstützen, da Foren anzubieten, ja, auch etwas, was ein bisschen zur Drohnendebatte, die wir gerade noch haben, zurückführt. Also da die Öffentlichkeit aufzuklären, mit ins Boot zu holen, Zivilgesellschaft und so weiter. Offen über dieses Thema zu reden und es vor allem auch in die Parteien zu tragen und ja dort auf eine Position der jeweiligen Partei hinzuwirken. Das ist, glaube ich, noch nicht bei allen passiert und wenn, ist es oft noch ein bisschen vage. Also da ist auf jeden Fall noch Luft für Diskussion und Fakten. Auf deutscher Ebene, Deutschland, was kann man da tun? Es könnte beispielsweise einen Entschluss des Bundestages geben, eine Resolution, der darauf hinwirkt, dass die Regierung, das Auswärtige Amt und vor allem das Verteidigungsministerium sich beispielsweise bei den Gesprächen in der CCW für ein Verbot einsetzen, um das nochmal klarer zu machen und das politisch nochmal mehr voranzutreiben. Daran fehlt es eben im Moment und das sehen wir auch deutlich daran, dass Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium recht unterschiedliche Positionen haben, was das Ergebnis dieser Genfer Verhandlungen angeht. Das Auswärtige Amt geht eher in Richtung rechtlich verbindliches Verbot, das BMVG eher in Richtung so eine politische Erklärung und da muss aber auch gut sein, wir wollen uns hier nicht zu sehr binden. Also der Bundestag könnte was machen, die Bundeswehr selber könnte mit strategischen Dokumenten um die Ecke kommen, da gibt es auch sehr, sehr wenig, also es ist nicht nur in der KI-Strategie steht nichts dazu, die verweist zwar auf die Bundeswehr und das BMVG, da gibt es aber auch nicht sehr viel oder jedenfalls nicht sehr viel öffentlich Verfügbares zum Thema autonome Waffensysteme und wie man damit umgehen will. Natürlich immer die Hinweise, menschliche Kontrolle ist wichtig, aber was genau das bedeutet, fehlt noch in dem als Puzzlestück sozusagen. Industrie, FCAS wurde auch schon angesprochen. Ich glaube, da kann es noch deutlich mehr Austausch und ja, möglicherweise Vorgaben geben. Auf europäischer Ebene, um das der Vollständigkeit halber zu erwähnen, das ist ja auch immer wichtig und hat auch einen Effekt auf Deutschland dann wiederum, gibt es den Europäischen Verteidigungsfonds, der Förderung für autonome Waffensysteme, also solche ohne menschliche Kontrolle verbietet. Das finde ich ganz spannend.
Das Europäische Parlament hat eine Resolution zum Thema Verbot autonomer Waffensysteme erlassen. Jetzt fehlt es noch ein bisschen an einer richtig festen Position des Auswärtigen Dienstes, der dann in Genf die europäische Position vertritt. Da hat man sich auch darauf geeinigt, menschliche Kontrolle ist wichtig, aber zu einem konkreten Verbot fehlt da auch noch was. Also auch da ist politisch noch ein bisschen was zu tun. Wenn wir jetzt schon in Europa so weit auseinander liegen, zwischen Frankreich, zwischen Deutschland, selbst was schon die militärischen Strategiepapiere angeht, es gab ja mal dieses eine Strategiepapier der Bundeswehr von 2019, aber das wird ja auch nicht weiter verfolgt. Was macht das mit der NATO? Also auch das aus dem Publikum, gibt es in der NATO da gemeinsame Pläne, gibt es da gemeinsame Entwicklungen? Und vielleicht können wir auch nochmal über Europa als Akteur sprechen, über europäische Akteure mit dem Europäischen Verteidigungsfonds. Wie werden wir da kohärent? Gibt es da Bestrebungen und wie bleibt auch Deutschland vielleicht bündnisfähig? Ja, die NATO ist, was dieses Thema angeht, so ein bisschen so ein Selbstalarmismus-Biest. Also ich finde das ganz interessant, weil auf der einen Seite auf die Frage, beschäftigt sich die NATO mit dem Thema, muss ich ganz klar ja antworten. Also ich habe, glaube ich, bei mindestens 4 NATO-Konferenzen vorgetragen. Ich habe letzte Woche in einem NATO-Ausschuss was dazu erzählt. Also die denken da auf jeden Fall drüber nach. Was man aber nicht vergessen darf, ist, die NATO ist eine Mitgliedstaatenorganisation und die kann halt auch immer nur so viel, wie ihre Mitgliedstaaten ihr sagen, und die nimmt auch relativ wenig selber Initiativen, sondern es muss von den Mitgliedstaaten quasi gefragt werden, NATO, mach doch mal, und dann machen die. Und da sind wir irgendwo noch nicht so richtig. Also meine Perzeption ist bisher, dass in der NATO, und die hat auch viele verschiedene Gremien, da viel drüber gesprochen wird und auch so ein bisschen versucht wird zu koordinieren, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die NATO sich gerade als der Ort erweist, wo da die gemeinsame Linie oder Entwicklungsziele entwickelt werden, was ich eigentlich sehr schade finde, weil ich finde auch, dass wenn die NATO, also wenn es da einen Akteur gibt, ist die NATO da eigentlich relativ für prädestiniert. Es gibt, die Amerikaner haben im September, glaube ich, zum ersten Mal 13 Staaten miteinander zusammengebracht. Das ist so eine neue Alliance for AI in Defense oder so. Ich habe vergessen, wie genau es sich nennt. Also die versuchen da quasi so eine Art neue Organisation zu kreieren mit Staaten, die sich mit KI im Militärischen beschäftigen. Ich finde das nicht so richtig ideal, weil dann sind da eben manche NATO-Staaten, manche EU-Staaten auch drin, andere nicht. Die Amerikaner mögen das mehr gerne, weil die es ja nicht so unbedingt mit den internationalen Organisationen haben. Aber also eigentlich finde ich, die NATO sollte sich da stärker involvieren, vor allen Dingen deswegen, letzter Punkt, weil die NATO, für die NATO eine Sache von unheimlicher Wichtigkeit ist, nämlich Interoperabilität. Die NATO-Staaten und NATO will halt garantieren, dass die 30 NATO-Staaten auch tatsächlich miteinander kämpfen können. Das ist ja die ganze Idee. Wenn man eine Verteidigungsgemeinschaft ist, dann muss man in der Lage sein, miteinander zu kämpfen, ob es in Afghanistan ist oder an der polnischen Grenze. Aber es muss diese Interoperabilität gewährleistet sein. Und Interoperabilität ist halt auch eine technologische Frage. Und wenn jetzt eben, weiß ich nicht, die USA und Frankreich von mir aus viel KI im militärischen anwenden, die Deutschen und Italiener aber nicht, dann kann das eben potenziell zu Interoperabilitätsproblemen führen und das ist militärisch höchst problematisch. Vor dem Hintergrund, ich habe gerade ein Papier, was nächste Woche rauskommt, wo ich genau das sage, dass doch da eigentlich sich die NATO doch mal so ein bisschen darauf stützen sollte, sicherzugehen, dass wir da die Interoperabilität behalten. Weil, ja, wenn das auseinandergeht, dann kriegen wir da ein Problem. Aber, also so richtig meine Perzeption ist nicht, dass die NATO sich da gerade als Speerspitze da ganz vorne hinstellt. Und das, obwohl wir da tatsächlich auch in der NATO eigene Bereiche haben, Units haben, Abteilungen haben, die sich eigentlich genau mit diesen Themen und neuen Technologien und wie machen wir das beschäftigen soll. Aber, also ich hatte mir da so ein bisschen mehr versprochen, aber vielleicht kommt das ja noch. Sie denken auf jeden Fall. Machen tun sie noch nicht so richtig viel. Vielleicht noch ergänzend dazu, also die Einschätzung teile ich, dass im Hintergrund ganz viel läuft. Es gibt auch unter anderem eine Gruppe von Ingenieuren im Prinzip, die auch über die Frage von Controllability sozusagen nachdenken. Also wie kann man dieses
Prinzip, diese Norm Human Control in technischen Systemen dann operationalisieren. Da gibt es national ganz viel Forschung zu und auch internationalen Austausch. Ob und wie sich das da niederschlagen wird, wird man sehen. Aber sowas ist natürlich total wichtig, dass man auch ein gemeinsames technisches Verständnis in der NATO entwickelt, was dieses menschliche Kontrollding eigentlich bedeutet. Ein Punkt noch zur Bündnisfähigkeit, weil das auch immer wieder kommt und natürlich irgendwie ein interessantes oder wichtiges Argument ist, aber ich glaube, gerade Deutschland zum Beispiel darf sich dann auch wiederum nicht treiben lassen davon, dass die USA dort voranschreiten und alle möglichen Funktionen hintereinander schalten und sozusagen im Prinzip Autobewaffnungssysteme kreieren. Das heißt nicht für uns, dass wir das jetzt sofort auch tun sollten, sondern doch nochmal nachdenken, wo die Reise wirklich hingehen soll und zum Beispiel in internationalen Gremien auf diese Norm der menschlichen Kontrolle hinwirken. Das klingt immer sehr idealistisch, aber die Alternative ist ja auch nicht besser, dass wir einfach so mitmachen und dahinterher stolpern. Genau. Ich glaube, das war's. Ja, einen letzten Fragenkomplex aus dem Publikum haben wir noch. Und zwar, Sie haben auch gerade schon die menschliche Kontrolle angesprochen. Und eine Frage zielt genau darauf hinaus. Also die Idee, die sich dahinter ist, dass man das vielleicht versucht, eben über die menschliche Kontrolle zu reden. Wenn man das schon nicht ganz verbieten kann, dann sorgen wir wenigstens dafür, dass der Mensch die letzte Kontrolle behält. Und da ist zum einen die Frage, ganz konkret aus dem Publikum, was behalten wir das in den nächsten 20, 30 Jahren noch? Und wird der Mensch besser sein als die Maschine? Wenn ja, wo? Und ist Meaningful Human Control eigentlich ein sinnvolles Konzept, ein funktionierendes Konzept, vielleicht auch als Ersatz zu tatsächlichem Hard Law und tatsächlichem Verbot der Waffensysteme? Ich fange mal hinten an. Meaningful Human Control, ich glaube, das sind, also verbieten autonome Waffensysteme oder Gebot von Meaningful Human Control sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen einfacher ist, sich über Meaningful Human Control dem Ganzen anzunähern, weil das zumindest ein bisschen greifbarer ist oder zumindest möglicherweise zukunftssicherer, als sich eben über technische Definitionen von autonomen Waffensystemen darüber anzunähern, sich darin zu ergehen. Denn wenn wir das ein autonomes Waffensystem als eins mit letztlich künstlicher Intelligenz beschreiben, das Verteidigungsministerium hat da eine sehr eindrucksvolle Definition entwickelt, dann ändert sich möglicherweise die Technologie irgendwann und wir erfassen das damit nicht mehr. Und letztlich ist das Problem aber die menschliche Rolle. Das ist genau diese ganzen Sachen, die wir vorhin beschrieben haben, diese rechtlichen, ethischen Probleme ergeben sich aus der Rolle des Menschen und dadurch daraus, dass der Mensch möglicherweise nicht ausreichend Kontrolle über die Entscheidungsfindung bei der Zielauswahl und Bekämpfung hat, letztlich bei der Tötung anderer Menschen. Genau, und darum scheint mir dieses Meaningful Human Control oder streichen wir Meaningful, wie auch immer, Human Control, als der sinnvolle Weg, sich dem Problem anzunähern, und zu einer Regulierung möglicherweise zu finden. Selbst wenn es, das hatte ich, glaube ich, vorhin erwähnt, wenn es kein rechtlich verbindliches Verbot geben sollte, ergibt sich schon eine normative Wirkung einfach aus diesen Gesprächen, aus diesen Diskussionen, die es eben auch trotz allem in die NATO geschafft haben. Ja, ob am Ende das große Papier daraus sich ergibt, weiß ich nicht, aber diskutiert wird es da auch. Wird der Mensch in 30 Jahren immer noch besser sein als die Maschine? Der Mensch ist jetzt schon in ganz vielen Dingen nicht besser als die Maschine. Also nicht ohne Grund automatisieren wir ganz viele Dinge, weil Maschinen bestimmte Sachen viel besser können als Menschen. Und wir werden auf jeden Fall sehen, dass es mehr Entscheidungsunterstützung gibt, dass viel Datenanalyse und sonst was durch die Maschine passiert. Ich habe aber den Eindruck, dass zum einen können ethische und bestimmte rechtliche Sachen nicht an Maschinen verlagert werden, weil eben der Mensch verantwortlich sein muss. Und zum anderen hat der Mensch sowas wie Kontext- und Situationsverständnis und sozusagen kann bestimmte Dinge wirklich durchdringen, was Maschinen nicht können. Und ich denke, dafür wird es schon auch weiter den Menschen brauchen. Das kann man nicht alles komplett automatisieren. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Das hat Anja hervorragend beantwortet. Und am Ende brauchen wir dann doch noch ein bisschen Mensch, ja. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Ergebnis. Wir sind auch am Ende unserer Zeit und haben auch alle Fragen beantwortet, die offen waren. Und ich fand es sehr spannend. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich nehme für mich vor allem mit, es braucht doch noch den Menschen, was sehr wichtig ist.
Und wir sind noch nicht in einem finiten Zustand. Und die Gestaltungskraft und die Gestaltungsmacht ist noch da. Von daher gesehen hoffen wir, dass sie auch zu einem guten Ergebnis genutzt wird. Ich darf Sie noch ganz herzlich einladen zu unserer nächsten Veranstaltung am 27.01. auch um 18.30 Uhr, diesmal zum Thema Doktor KI und künstliche Intelligenz in der Medizin. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören. Dr. Franke, Frau Dahmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren, dass Sie teilgenommen haben. Und ja, damit bleibt mir noch, Ihnen allen einen schönen Abend zu wünschen. Auf Wiedersehen.